In Anef wird der Brauch des Krampus nur ganz besonders gelebt. Beim jährlichen Krampuslauf verzichten die Anefer Krampusse auf Schläge mit der Ruten und Verstärkung mit anderen Passen. So wird dies zu einem Adventfest für die ganze Familie. Ja, weißt du denn nicht, dass heute der Nikolaus kommt und mit ihm viele Krampusse? Der Anefer Krampuslauf, der ist ja weit und berühmt. Großvater, aber der Nikolaus ist ja schon längst gestorben, der kann doch nicht mehr kommen. Der Nikolaus ist ein Bischof gewesen. Er war ein besonders guter Mann. Und er hat auch alle Kinder geschenkt, die Gutes getan haben. Nur die schlimmen Kinder, die haben nichts gekriegt. Denn zu ihnen kam der Krampus. Der schöne Brauch des Nikolauses und der Krampusse um den 5. und 6. Dezember wird in Anef bei Salzburg noch richtig gelebt. Die kleine Hirtenspielinszenierung mit dem Großvater und seinen Enkelkindern, die im Wald auf den Teufel stoßen, umrahmt den Schaulauf der Anefer Krampusse. Das haben wir ein bisschen selber entwickelt, das Ganze, weil einfach wir sind zwar 60 Krampusse heute, die wir da haben, aber bei so vielen Menschen gehen die natürlich unter und darum haben wir gesagt, wollen wir einfach eine Bühne aufstellen, wo man wenigstens optisch immer was sieht, wenn schon nicht der Krampus persönlich vor einem steht. Und haben eben das mit den Kindern und mit dem Großvater jetzt vor 4 Jahren angefangen und es kommt ist eine ganz tolle Resonanz von den Leuten, das gefällt ihnen sehr gut und findet man einfach, passt sehr gut dazu. Die Krampusse liefen zwar direkt durch die Menge mit vielen Kindern, doch ergab sich dabei ein ungewohntes Bild. Denn kaum einer fürchtete sich. Vielmehr waren es erfreute und staunende Gesichter der Besucher. Das ist das Schönste, das ist das größte Kompliment natürlich, wenn die Eltern einfach zu uns kommen, weil sie wissen, in Anef wird es einfach gemacht, wie es gehört, es wird keiner gehaut. Wir verstehen das einfach als Schaubrauch, wo man sagt, okay, man sollte herkommen. Da sehe ich schon, dass man sich natürlich ein bisschen fürchtet auch davor und einen gehörigen Respekt vor diesen Gestalten hat. Aber in Wahrheit passiert kein was. Und gerade so wie es wir machen mit unserem Nikolaus- und Teufelsspiel, auf der Bühne, wo die Kinder oder mit Hilfe der Kinder nachher praktisch das Böse, der Teufel vertrieben wird. Und wie man gerade sieht, jetzt werden sie alle belohnt dafür. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache. 1000 Nikolaussackerl haben die Anefer Krampusse befüllt, damit auch wirklich alle braven Kinder etwas bekommen, nachdem sie gemeinsam mit dem Nikolaus den Teufel zurück in die Hölle geschickt haben. Und ich kann euch sagen, dass ihr euch auf dem richtigen Weg befindet. Ihr werdet in eurem Leben so viel Glück und so viel Freude zurückbekommen. Und gemeinsam können wir die Welt viel schöner gestalten, wenn wir Freude schenken und den Bösen keinen Platz einräumen. Neben dem traditionellen Krampuslauf und der Kultparty der Anefer Krampusse im Friesacher Heustadel machen sie auch Hausbesuche und Besuche in den Gaststätten in Anef. Neu war dieses Jahr ein Angstseminar für Erwachsene, das innerhalb von 2 Tagen ausgebucht war und für die Teilnehmer ein großer Erfolg wurde. Wir sind froh, wenn wir da auch ein bisschen helfen können, dass wir noch mehr Menschen unser wunderschönes Brauchtum weitergeben können, weil viele sagen, eigentlich gefällt mir das ganz gut, aber ich habe so Angst und traue mich nicht hingehen. Und da haben wir sehr viele Leute helfen können und das freut uns natürlich schon sehr. Diese Freude an der Tradition springt auch auf die Besucher über. Ja, das ist ein Pflichttermin. Das ist einfach ganz, ganz toll, was da immer vor sich geht und mit diesem Umzug, ja schon, wir kommen immer daher, gerne. Du, ich arbeite da, bin für der Steiermark und gefällt mir ganz gut. Sehe ich schon 6-7 Mal jetzt. Also ich finde, das gehört dazu und vor allem die Kinder heutzutage sollen auch lernen, dass man ab und zu einmal brav sein muss, dass man vielleicht auch sonst eine Konsequenz hat und das kann man mit dem Krampus und mit dem Nikolaus auch gut vermitteln, das Gute und das Böse.